Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Nostalgie-Projekt mit meiner Wenigkeit. Genesse Klicki wird sich erst am morgigen Tage, das heißt für euch im Endeffekt übermorgen, in dem Fall hier ins Projekt begeben. Der Erich hat ihn eingeladen, der muss erstmal, so Mutti-Zettel schreiben vor der Heme. Weil er sich, wie soll man sagen, ein bisschen kritisch gegen unseren Stadt geäußert hat. Ich habe ihm gesagt, das soll er nicht machen. Schlimm. Auf jeden Fall, wir sind erstmal hier wieder dabei. Dreschen unser letzten Raps hier ab. Es gibt ein paar Erneuerungen, Genossen und Genossinnen. Und zwar müssen wir ein bisschen was tauschen. Wir haben ein bisschen was Neues. Und wir sind nicht auf der schwarzen Pumpe 1.2 oder 19. irgendwas, wie das Ding mittlerweile ist. Aus einem relativ simplen Grund. Dafür müssten wir ein neues Savegame anfangen. Da kam ich jetzt nicht dazu. Wir haben ein bisschen Zeitdruck. Und das alles wieder so herzurichten, das war jetzt eher ein bisschen kritisch. Deswegen sind wir jetzt noch auf der alten Version. Wir switchen dann schnellstmöglich auf die neueste Version. Also nächste Woche dann. Da sollte das dann eigentlich soweit passen, würde ich sagen. So, das passt erstmal, sind wir mit einem fertig. Also pass auf, was ist neu? Erstmal Heber, beziehungsweise Steven war der Name, glaube ich. Der hat den ZD303D angepasst. Den habe ich auf Corner vorgestellt, der hatte ja einen Logfehler, das wurde mittlerweile auch wieder beseitigt, also es gab nochmal ein Update. Der Preis wurde real angepasst, etc., etc., sprich den ZD haben wir jetzt getauscht, da haben wir jetzt die neueste Version von denen drauf. Das ist schon mal sehr schön, weil ist dieser Soundbug dann endlich weg, was dementsprechend ja auch viele Maschinen haben. Und, das Genosse Klicki ja sogar schon. Guten Tag. Was nimmst du schon auf? Ja, sie sind auf Abwesen gegangen, Genosse. Ich hab gedacht, vor um 10 wird das jetzt nichts, dann nimmst du schon mal eine Folge auf. Ach so. Ja, aber kommen sie ein. Aber dass der Osten aus der Gemeinschaft bestand. Der Osten besteht aus der Gemeinschaft. Ich habe gesagt, sie waren beim Erich, mussten eine Mutti-Zettel schreiben, weil sie sich wieder kritisch zum Staat geäußert haben. Aber egal, gucken Sie mal in ihr Postfach hier, in diesen Telekommunikationsmanager. Da haben sie ein paar Mods, die hauen sie einfach mit Neue. Ja, und dann connecten sie mal in den Staat hier Neue. Wir haben auch 3 Minuten, so ist es ja nett. Ha. Na, haben sie überhaupt ein Multiplayer-Spiel gemacht? Nicht klar. Wir haben doch so, wie ist denn das hier, so Server? So, genau. Also ja, das ist der neue ZD im Endeffekt. Das sieht genauso aus wie der alte. Kostet halt ein bisschen mehr. Ist halt alles gefixt mittlerweile. In der ganz neuen Version. Und wir haben den Kirovets weggeschmissen, weil der auch seine Probleme hatte. Dafür haben wir jetzt diesen HTZ hier. War alles ein bisschen teuer, aber ich habe das schon mit den Preisen alles angepasst. Also passt so. Und wir haben im Endeffekt jetzt auch endlich mal einen Dünger, einen Kalkstreuer mit drin. Und zwar den Unia MX. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Ostmarke ist, aber hört sich osteuropäisch an, deswegen habe ich es mit eingenommen. Wurde eingeostet. Ja, so ungefähr. Huch. So. Ja, Rückwärtsstellung haben wir drin. Naja, wir sind ja im Endeffekt hier mit Dings fertig, dann müssen wir ja eh wieder ansehen, sonst bleibt dann nichts anderes übrig. Was haben Sie sich denn so vorgestellt? Beim Ansehen? Ja, ne, jetzt in der nächsten. Ja, eine nur Ostprodukte. Na klar, also Baumwolle oder was? Bananen, genau. Ja, aber von der Fortschritt ZD hier, ne? Das habe ich jetzt auch gesehen. Da war ja jetzt ja bei Mothorster. Naja, nicht der. Da gibt's, ist wieder ein Update gekommen heute. Das sieht nämlich aus wie geklaut. Nee, das haut schon hin. Das ist schon original. Ja? Also, ja. Was ist geklaut? Irgendwie, den gibt's noch bei Heva, aber irgendwie gab's den aber außerhalb. Es ist schon der von Heva. Also, es wird immer auf dem Club auf dem originalen Link verwiesen bei Shermods. Bei Shermods. Aber, nee, ich habe bei Heva direkt nochmal geguckt. Da ist halt nochmal ein Update drin. Da wurden halt nochmal der Preis angepasst, weil der war bei 1 Euro. Ne? Was ich denke, wir sind ja hier nicht bei Teddy. Oder Teddy, oder wie die Scheiße da ist. Und das hat er nochmal angepasst, dann hat er die Logfehler noch beseitigt und hat noch irgendwas gemacht. Ne? Nu passt das auch. Und den HTZ, der kam ja beim Mod-Hub selber raus, von den Russen. Der ist halt gut, also der ist halt wirklich gut. Der hat zwar maximal 240 PS, also mehr geht nicht, aber da ist alles drin animiert. Da hat es schon mal eine Mühe gegeben. Es gibt auch eine neue Version, ne, von unserem Hof hier. Ja. Bringt nur nicht, also jetzt auf die Schnelle nichts, weil da müssen wir neue Safe Game dafür anbringen.
Ja, das Mist. Das muss ich ja mal unter der Woche machen. Da wurden die Sounds mal leiser gemacht hier, das Scheißge, ne, hier. Ja. Wenn alles, da wurden neue Dinger zugefügt, irgendwie ein paar Fehler wurden beseitigt, Dinger wurden angepasst, die ganzen Felder wurden irgendwie nochmal neu definiert und geklettet und alles und oh. Hm. Aber dafür, achso, und das, was das Problem, was wir haben, also unser Strohschwad grün ist, ja. das hängt mit Patch 1.3 zusammen. Wunderbar. Das muss, das hat die neue Version dann auch schon angepasst. Achso. Naja. Naja, alles machen sie kaputt mit den Gepatche, ja. Damals wurde es so lange genutzt, bis es kaputt war. Ja, und dann haben wir es gebaut. Genau. So, dann stellen wir den erstmal hier hin. Was, die Browser und dann immer das einzelne Gesuche. Schlimm. Bisschen nervig gemacht. Ja. So, ne, wir haben insgesamt 13.290 Liter Raps. Ebenfalls das, was ich jetzt im Hänger habe. Ich glaube, wir haben da noch mehr, oder? Sind die schon mal abgefahren da, oder? Nee, ne? Nee, ich glaube, Sonnenblumen haben wir gefahren. Sonnenblumen haben wir gefahren. Was haben wir denn? Lass mich mal hier neu kaufen. Raps. Ne, doch, 14.000 haben wir noch. Gott sei Dank sind sie nicht da. Das wäre wieder Katastrophe geworden jetzt. Das wäre wieder Katastrophe geworden, ja. 14.000 haben wir noch drin im Lager. Dann gibt man hier den ganzen Spaß ab. Ja, die Preise sind ja momentan nicht wirklich gut. Na, doch 1684 und steigend. Was für Raps? Jojo. Ja, das ist gut. Das ist gut, sagst du. Ansonsten, naja. 1613 und fallen für Soja, aber das geht ja über 2K, hast du gesagt? Ja, locker. 2 und noch 3. Jetzt eh wieder fällt. Hä? Ja. Also, dann muss ich das hier nochmal umstellen, ja. So. Dann damit, wenn man schon mal... Aber nur wegen den Sounds müsst ihr ein neues Savegame machen? Was? Nee, ach, ich hab doch gesagt, die Farmlands, also die Felder wurden angepasst und geklettet. Ja. Es wurden ein Haufen neue Deko, Gebäude wurden nochmal oben platziert und lauer sind so ein Schnickschnack. Aha. Also es war schon ein bisschen mehr als nur die Sounds. Die Sounds wurden leiser gemacht. Ja, wurden leiser, Mensch. Ansonsten ein Haufen neue Deko, ein Haufen neue Bäume irgendwo neu platziert. Ein Waschplatz wurde irgendwie vorbereitet. Du hast gesagt, wir haben jetzt hier diesen blauen HDZ. Den HDZ, genau. Den hatten wir doch schon mal. Nö. Den hatten wir am Anfang, hatten wir den schon ja, mal. Ja, gut, das kann sein, das war dann aber halt ein anderer. Der ist jetzt halt richtig aus dem Mod-Hub rausgekommen. Setzen Sie einfach mal rein, gucken Sie mal, machen Sie mal von an, drücken Sie mal Knöpfe. Ne? Ja, gut, ja, das kannst du halt diesmal halt Werbung für den Modder. Den erstmal ewig? Der hat aber eine Innenansicht vom Dings. Von Belarus. Hm. Ja gut, HDZ ist doch Belarus, oder nicht? So in der Art. So, aber was, wo bin ich denn? Wo sind Sie denn? Ich bin hier auf dem Feld. Auf dem ersten. Auf der 6. Auf der 6, gut. Ich bin noch beim Synchronisieren. Aha.
as well. Wer anders da? Oder was machst du da? Achso, nee, ich hole Stroh. Ach, Stroh? Wird mir nicht dauernd was pressen? Unter anderem auch. Ja. Zwar nicht alles, aber unter anderem auch. Ja. Aber was kosten die Presser? Da müssen sie mal gucken, Genosse. Wir hatten doch nur die Viereckche, ne? Ah ja, ja. Na, die K550, glaube ich. Besser nicht. Ne, B550. Ja, von mir aus. Ach, Scheiße, wird hier nicht angenehm. Hier wird ein Stroh angenehm. Gar nicht, würde ich sagen, wa? Wollen wir uns die pauschal mal holen? Die können wir uns pauschal mal holen, ha? Achso, hier unten, nicht klar. Ja, pauschal geholt. Pauschal geholt, das ist schön. Aber ne, viel Strohannahme gibt's glaube ich schon einmal, ne? Ja, ne, hier unten bei den. Ne, hier unten bei den Dings halt hier bei unserem Lager. Ist ja dann nur die Frage, weil wir müssen ja auch die Ballen dann zur Not abfahren. Ja. Du hast wie so ein Flächentrailer haben wir ja nicht, ne? Nee, nicht das Schwister. Also standardgemäß haben wir da nur. So, und der standardgemäß eine gute. Kann man die nicht umbauen, diese einen Trailer da, die wir da haben? Wir haben den Strautmann, ha, den kannst du in den Ballenwagen umfunktionieren, das ist richtig. Ich dachte vielleicht, dass bei diesem HB80-Ding hier. Achso, ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das Paket drin haben, was da als Ballenwagen unkonfigurierbar ist. Hier die HW80, kannst du immer nur den Reifen ändern. Ja, ist cool, das ist cool. Aber ne, auch nicht. Das muss an den normalen was reinschmeißen, das wird wahrscheinlich zu aufwendig werden. Ansonsten bei diverses haben wir was bei diverses drin. Boah, ein Tankwagen. Ja. Sonst leider nichts. Das sind dann nicht die du umbauen kannst. Das ist wieder ein anderes Pack. Gibt ja auch mittlerweile 3 Millionen HW80 Pakete. Ja. Aber ne, das sind die hier nicht. Was sind das überhaupt? Also, das sind die nicht, ne, das ist halt nur der Strautmende, aber ansonsten. Sieht das eher schlecht aus, Genesse. Das müssten sie dann gucken, wenn sie das machen oder nicht machen, oder. Oder, ja, sag mal, ich sag mal so. Sammeln gibt es wieso nicht? Naja, ich weiß nicht, was jetzt zu unserer Thematik passen wird. Ich meine, wenn sie das kennen, ich meine, wir sind ja in einer Minute circa fertig, dann müssen sie mir das mal schicken, dann müssen wir das mal importieren. Das ist ein Riesending, ha. Also die. Naja. Das ist ja auch. Alter. Da kannst du ja die normalen MLS, kannst du ja voll vergessen. Ja, ne. Wie groß diese Ballenpresse ist. Naja, ne, die gemottete Glas, die sieht genauso aus. So groß! Ja, die sogar noch größer. Diese Mod-Hab gibt das Glas-Ding. Das ist ja, die halten sich dann halt an die, also die halten halt die Maßstäbe einfach größer. Ja, das Ding mal an, das ist größer wie unser Traktor. Ach, ja, dann fahren sie. Ich probiere mal, ich ziehe die Außenlinie. Jetzt wird aufgeklappt. Spektakulär! Ja, die Leistung überhaupt reicht dafür. Ja, keine Ahnung. Macht da schön. Du musst zwar vorne mittreten, aber. Na klar. Na klar! Ja. Ja, runter geht alles. Stoppt so. Dauert halt dementsprechend, weil wir haben ja auch die Reihen relativ eng zusammen. Drescher klein. Ja, lustig aus. Die Presse größer wie der Trecker. Ja, hinten kommt dann normaler Strohballen raus, ne? Der ist nicht grün. Ja, nee, das ist wie gesagt einfach nur ein Anzeigedings von Patch 1.3. Hätte ja sein können, dass er dann sagt, ach, mach schon alles grün. Oh, nö. Wir haben oben einen schönen Bach, ne?
Das kann auch wiederum sein, ne? So, schön. Ich muss sein, Binde. Ach, das wird eh alles verseucht, denn weil ihr die Chemiebude alles neu lässt. Ach, bei uns nicht. Nee. Das ist ja nur im Nachbardorf. So, aber Genossen und Genossen, wir sind eh erstmal fertig für den Bahn, deswegen danken wir auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss.